War ja mal nix. So irritierend, dass es erst immer ein Stück später auftaucht. Alter, man muss echt sagen, so wirklich gute Schwerter gibt's nicht. Maximalschaden. Erhöhter Schaden auch noch dazu. Warte, kann ich dem eigentlich Giftschaden, verbesserte Verteidigung. Ist egal. Ich lasse das jetzt einfach so. Oh, und mein Portal ist hier oben. Okay. Das wird ja eine ganz schöne Rennerei. Okay. Gehen wir einfach mal hier die Linie ab. Achso, das ist ja jetzt ein ganz neues Kapitel eigentlich. Gerne, das wird ja auch eher bereitet. Gut, dann auch wenn ich mal machen will, ich war mich erst Nacht durchmachen. Eigentlich. Eigentlich eine gute Frage. Soll ich dann jetzt einfach. Oh, guck mal, da sind noch zwei. Oh nein. Okay, eine Treppe, die nach oben führt. Was ist denn hier los? Ah, jetzt kommen die in Gelb dazu. Das wäre. Das würde, wenn ich jetzt Assassine wäre, würde ich mich jetzt ein bisschen aufregen. Vorher findest du kaum welche mit kaum wirklich sehr selten Klingenwaffen, ja, Armklingenwaffen, wie auch immer. Mit, den gelben scheint aber selten. Ich bin mir nicht einig, was das bedeutet, aber auch. Ein schönes Kino. Ich bin überladen. Schild, womit er dann überladen wäre. Ja, doch, kann ich verstehen. So, jetzt muss ich erst zu. Da steht er. Guten Tag. Gegenstände. Heilung. Was braucht ihr? Einfach was braucht ein bisschen ihr? Heilung und. Du. Obwohl, ich kann das ja alles eigentlich bei der erledigen. Dafür muss ich ja gar nicht zu dem Kerl gehen. Ich kann der ja auch verkaufen im Glücksspiel. Das spielt ja gar keine Rolle. Achso, jetzt habe ich es ja erledigt. Das kann ich ja weitermachen. Da ist noch das Knochenschild. Ach klar, das Feuer. Hm. Oh, meine Frostnova hat mal zugeschlagen. Das passiert hier unten wohl häufiger als oben. Schön, wenn die von den Kampfgeräuschen angelockt werden, dann muss man den nicht hinterher rennen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, wenn man den nicht hinterher rennen muss, sondern die zu ankommen. Ist wirklich einfacher. Gegen Gift-Elixier. Habe ich noch nicht. Moment, einmal habe ich es benutzt. Einmal. Und das war echt eine üble Vergiftung, die ich so gar nicht hätte in den Griff bekommen können. Irgendwie. Okay.
was ich mich da ziemlich erwischt habe. Alles klar. Da denkt man immer, man braucht keinen Mana und braucht keinen Mana und dann hat man es irgendwann doch aufgebraucht. Man könnte ja auch einfach seinen Kumpel da ein bisschen kämpfen lassen. Aber nicht gegen solche Massen. Ja, vorsichtig sein. Die sind dann doch ein bisschen stärker als man denkt. Ich meine, so ist es einfach, gegen die zu gewinnen. Aber man muss ja auch schon aufpassen teilweise. Wenn die einen dann doch mal treffen, tut's auch schon mal weh. So. Wow, das ist ja eine echt gigantische Ebene. Zeit immer ein bisschen am Leben gucken. Weil es dann doch immer interessant ist, ob das dann sinkt oder nicht. Muss man echt gut aufpassen. Ich bin überladen. War ja klar. Die Pfeile lasse ich jetzt aber liegen. Das ist schon mal gut. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alles klar. Dann Kane. Ach, bleib ein Weilchen und hör zu. Er spaziert ja auch jedes Mal so rum. Seid gegrüßt. So, bei jedem Mal, wo man dann vorbeiguckt, kann man dann nochmal Ausschau halten nach was Interessantem. Ich habe mich im Ernst gerade insgesamt 25.000 dafür bekommen, oder? Kann ja nicht sein. Habe ich das letzte Mal nicht abgelegt oder so? Komisch. Sind wir einmal rund. Ja, allerdings. Oh, schwere Stiefel. Das, ich meine. Tja. Brauchen tut man es mal wieder nicht, aber Geld bringen sie dann schon ein. Müsste ich hier irgendwie mittig irgendwo mal Anhaltspunkte finden. Genau sowas. Ist hier eigentlich Leben, okay. Genau so Dinger brauche ich als Anhaltspunkte. Dann muss ich hier nicht irgendwie total plemplem in der Gegend rumrennen. Einmal hier quer. Könnte ich noch mal hier. Oh, hier gibt es so viele von diesen komischen Statuen-Dingern. Ja, irgendwelche Seelen. Ne? Das ist echt schon
so kann man sich ganz einfach machen. Da stellt man ein riesiges Loch in die Mitte von der Ebene. So geht's natürlich auch. Und dank der guten Rückendeckung von meinem Mitstreiter. Ich bin überladen. Guten Tag. Schon wieder überladen. Was braucht ihr? Natürlich sind dann die Schuhe total für den Eimer. Wenn man dann schon mal welche so findet. Oh, 15.000, das ist ja, da wirst du ja dreimal reich von. Also es ist genau der Edelstein, den ich nicht unbedingt brauche. Tja. Aber noch einen in einer kleineren Form und ich habe einen reinen Edelstein. Das ist dann die höchste Güteklasse. Okay. Wäre schön, das zu bekommen, aber... Und jetzt findest du welche, die... Jetzt findest du die Sachen, die zu irgendwelchen Ausrüstungen gehören. Vorher so eins, zwei und jetzt schon zwei innerhalb so kurzer Zeit. Aber auch wieder kurz vorm Ende, weißt du, das ist einfach... Schon ein bisschen ärgerlich. Ja, wie kann man das machen? Das ist eben vom Spiel her so. Ich meine, wenn ich das Ganze jetzt ins Online-Teil übernehmen könnte, falls ich denn dann online spielen kann, will, wie auch immer. Tja, wäre das ja eigentlich ganz cool, dann hätte ich ja schon. Hätte ich Gold, dann hätte ich ja alles, was ich irgendwie so brauche. Jetzt mache ich mich mal ein bisschen kampfbereit und die Ebene der Verzweiflung wartet. Oh, oh. Jetzt ist es schon interessanter. Total große Riesenbabys. Nein. So. So, ein bisschen. Oh, das sind ja Geister. Oh. War noch nicht schlecht. Manchmal braucht man eben Mana. Und manchmal braucht man Leben. Und Geister. Alles klar. Schottenstelle, sehr cool. Frage aus dem Geist. Ich bin überladen. Feldharnisch. Natürlich, ausgerechnet jetzt greift mich das Vieh an. Mit dem ich mich besser direkt. Ist ja geil. So, Hauptsache.
Sache, warum ist da links noch einer aufgetaucht? Verdammte Hacke. Diese Geister.